Das ist so, dass sich die Klangwellenbereiche, die der Oktopus erzeugt, unter anderem im Infraschallbereich bewegen. Das heißt, so tief, dass wir als Menschen es nicht mehr hören können. Nun ist es aber so, dass man herausgefunden hat, dass Giraffen unter anderem im Infraschallbereich kommunizieren. Das heißt, Annika Kaas unternimmt jetzt dieses Experiment, das Musikstück mit Infraschallwellen den Giraffen im Hagenbecker Tierpark vorzustellen sozusagen. Das heißt, sie projiziert das als Videoübertragung in das Gehege der Giraffen. Es wirft quasi Fragen auf, wie können wir kommunizieren, wie kommunizieren wir generell, wer hört was. Selbst wenn die Giraffen diese Töne hören, wissen wir nicht, was sie für sie bedeuten, welche Nachricht wir auch vielleicht unbewusst an sie schicken. InfraVoice von Annika Kaas ist Teil der Ausstellung Something New, Something Old, Something Desired. Hier kombiniert die Galerie der Gegenwart Bestände mit Neuanschaffungen und Leihgaben. Wie etwa dieses Werk von Simon Denny. Für New Management hat sich der Künstler von einer dreitägigen Konferenz inspirieren lassen, die als Wendepunkt der Firmengeschichte Samsungs hin zu einem Global Player gilt. Dementsprechend ist es gleichzeitig die Reflexion Simon Dennys über dieses Ereignis und über den Umgang mit diesem Ereignis innerhalb von Samsung, aber auch wie Macht, wirtschaftliche Macht, auf globaler Ebene dargestellt und nach außen einfach repräsentiert wird. Die Ausstellung beinhaltet Arbeiten von über 50 KünstlerInnen. Was schnell überwältigend wirken könnte, wird durch die Strukturierung der Werke greifbar. Denn zeitgenössische Kunst wirkt ja häufig mal sehr unzugänglich oder unverständlich. Ich glaube, viele Leute haben das Gefühl, dass sie vielleicht nicht so viel damit anfangen können. Wir hoffen einfach zu zeigen, in der Zusammenstellung, in diesen Clustern, mit Erklärung und so weiter, dass es eben wirklich Themen behandelt, die von zentraler Bedeutung sind, Denkanstöße zu geben, Anregungen zu geben. Something New, Something Old, Something Desired ist noch bis zum 18. Februar 2024 in der Hamburger Kunsthalle zu sehen.